Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumssendung. Den Tierheim TV gibt es jetzt genau, fast auf den Tag genau, 10 Jahre. Das ist unsere Jubiläumssendung. Warum sitzen Silke und ich bei der Hundevermittlung jetzt so weit auseinander? Corona ist der Grund, daher der Sicherheitsabstand für die, die diesen Clip jetzt vielleicht einige Monate später sehen. Und wir werden auch gleich anfangen, und zwar mit einem sensationellen Staffordshire, und zwar dem Benno. Der Benno ist am 15.07.2019 geboren und seit Oktober bei uns im Tierheim. Der kam als Welpe aus einer Beschlagnahmung zu uns ins Tierheim. Genau. So, meine herzallerliebste, weit entfernte Silke. Ja, und bei Benno ist halt das Tragische, dass wir ihn schon recht früh von seinen Geschwistern trennen mussten. Denn er hat diese unterdrückt und auch verletzt. Seitdem befindet er sich aber bei einer Kollegin in häuslicher Pflege. Und die hat natürlich viel schon mit ihm trainiert. Hat sie, absolut. Aber dennoch hat er mit dem Verhalten nicht aufgehört, also was kleinere Hunde betrifft, und ist deshalb auch das Tragen eines Maulkorbs gewöhnt. Der ist zu Menschen freundlich, offen, ich finde hervorragend, absolut, auch sehr schmusig, allerdings auch relativ gefräßig, man sieht das gerade. Für Leckerlis tue ich alles. Genau. Ja, das ist tatsächlich seine Lieblingsbeschäftigung, Essen und Schlafen. Ansonsten ist er stubenrein, er kann stundenweise schon alleine bleiben und er fährt auch wirklich gerne im Auto mit. Du hast es schon gesagt, Lieblingsbeschäftigung ist auf jeden Fall Essen und Schlafen. Er pendelt immer hin und her. Wo kriege ich jetzt noch einen köstlichen Snack zwischendurch? Der ist gerne draußen unterwegs, ist neugierig, altersbedingt, aber natürlich auch noch verspielt. Mhm. Aber ganz wichtig, muss man einfach sagen, es ist kein Anfängerhund. Nee, das ist ganz klare Sache. Das ist er eben nicht. Er möchte gerne im neuen Zuhause ein Einzelhund sein. Ne? Und ja, er befindet sich jetzt schon in seiner Rüpelphase und testet sich auch fleißig aus. Das zeigt er zum Beispiel ganz deutlich auch, dass er so bei Hundebegegnungen an der Leine pöbelt. Da muss man halt weiterhin konsequent dran arbeiten. Da ist er aber auch gerade im Training. Wir suchen auf jeden Fall rasseerfahrene Halter, die Spaß daran haben, wirklich fleißig mit dem Benno zu trainieren und zu arbeiten. Das ist kein Mitläufer, der braucht halt auch wirklich manchmal klare Ansagen. Wer dann aber wirklich Lust hat, ein Hund, mit dem man sich viel beschäftigen kann, der wird mit Benno, da bin ich fest von überzeugt, ganz viel Spaß haben. Ja. Nicht nur, dass er bildhübsch ist, wie ich finde, und sehr gefräßig. Er ist auch ein toller Hund. Den muss man einfach kennenlernen. Und sofern Interesse an einem Staff, dem Benno, einfach mal bei uns im Tierheim anrufen, vorher einen Termin vereinbaren. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung, zur Zeit zumindest. Ne? Auf jeden Fall. Nicht einfach vorbeikommen, sondern vorher einen Termin vereinbaren und dann den Benno kennenlernen. Die Tierpflegerin wird natürlich dann auch viele Informationen noch geben. Den müsst ihr kennenlernen, sofern ihr Staffs mögt. So, Benno, jetzt habe ich noch einen für dich. Horch den. Hier. Mit einem echten Rohdiamant geht es jetzt weiter. Und zwar mit einem Schäferhund-Husky-Mix. Drops ist sein Name. Der Drops ist fast auf den Tag genau ein Jahr alt, also im Mai 2019 geboren. Seit März bei uns im Tierheim. Und was haben wir zu diesem Rohdiamant an weiteren Informationen? Ja, also er ist offen und freundlich und aufgeschlossen. Aber er ist halt auch sehr überschwänglich, ne? Und dann distanzlos, zeigt das dann zum Beispiel, dass er gleich jeden anspringt. Da muss man unbedingt dran arbeiten, ganz klar. Ja. Aber er ist sehr lernwillig, er begreift sehr schnell, er akzeptiert auch Regeln. Ja, also und er ist tatsächlich leichtführig bei konsequenten Handling, würde ich so sagen. Ne? Genau. Ja. Also man muss da auch wirklich konsequent in der Erziehung sein. Der ist verträglich mit Artgenossen, aber ein Jahr alt, sehr verspielt. Ja, er hat einen doch schon ausgeprägten Jagdtrieb,
Deswegen sollten keine Katzen oder Kleintiere in der Wohnung sein. Ihr wollt da eben auch nach den Wespen schnappen. Also da muss man aufpassen. Wir denken das so Jugendliche ab, vielleicht so 14 Jahren, die genügend Durchsetzungsvermögen haben, wenn er zu stürmisch ist, okay wären. Also ne, ja, denke mal. Genau, so ab 14, wenn man sich da auch schon ein bisschen durchsetzen kann und ihm auch mal sagen kann, nee, das soll er sein lassen. Ne? Ansonsten ist das aber ein wirklich toller Begleiter für erfahrene Halter, die halt wirklich noch Spaß an seiner Erziehung haben. Ne? Denn er muss noch einiges lernen. Ja, das muss ganz wichtig. Erziehung ganz wichtig, braucht er auf jeden Fall noch. Und mit seinem Charme wickelt er einen ganz schnell um den Finger. Silke hat er ganz schnell um den Finger gewickelt. Natürlich. Absolut. Der Drops, ein Schäferhund-Husky-Mix, ein Jahr genau alt. Und wenn ihr also wirklich Lust auf einen Schäferhund-Husky-Mix habt und Lust habt, wirklich auch noch mit ihm zu arbeiten, könnte es ein ganz toller, langjähriger Begleiter sein. Der Drops. Mit einem echten Powerpaket geht's weiter. Jetzt lassen wir noch laufen. Dem Diego. Ein Labrador-Terrier-Mix und vom Charakter eher Terrier, würde ich mal ganz klar sagen. Ja. Seit 18.02. bei uns im Tierheim. Der wurde in der Wohnung zurückgelassen. Geboren seit 2016, also 4 Jahre alt. Und der ist wirklich so voller Energie und so temperamentvoll. Ja. Das ist, Diego, komm mal hierher. Wenigstens mal 10 Sekunden ins Bild. Zeig dich mal. So. Er hat einen ausgeprägten Spiel- und Beutetrieb. Er ist eigentlich so ein kleiner Balljunkie, kann man schon sagen. Ich sag ein großer Balljunkie. Oder ein großer, ja. An der Grunderziehung muss noch gearbeitet werden, vor allen Dingen auch an seiner Leinenführigkeit. Aber zu Menschen ist er wirklich freundlich und aufgeschlossen. Der ist verträglich mit Artgenossen, aber meistens habe ich da kein großes Interesse an ihm. Genau. Ne? Also er sitzt hier im Tierheim auch mit dem Rüden zusammen, mit dem er auch spielt. Aber er beschäftigt sich auch wirklich sehr gerne mit sich selbst, mit seinem Spielzeug. Und da ist Bälle. Er und Bälle da ist er sind die, das Allergrößte. Ja, die ganze Zeit mit im Gange. Ne? Also. Wir denken, dass größere Kinder, naja, so ab 8 Jahren okay wären. Ja. Sollten aber keine Katzen oder Kleintiere im Haus sein. Das Alleinbleiben muss er auf jeden Fall noch lernen. Genau. Und auch mal so ein bisschen zur Ruhe kommen. Er sucht nämlich jetzt seinen Ball. Ja. Diego, komm mal her. Zeig dich nochmal. Ja, und er ist halt wirklich gerne überall mit dabei. Ne? Ganz wichtig, finde ich, und das sollte man wirklich, der Diego möchte nicht nur körperlich, sondern auch geistig gefordert werden. Genau. Ganz, ganz wichtig. Genau, ne? Der, also das ist so ein cleveres Kerlchen und der will einfach auch was machen. Ne? Genau. Also, und nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wer also Lust hat auf einen sehr temperamentvollen Hund und auch Lust hat, wirklich viel mit dem zu machen. Komm her. Nicht mal so ein Stündchen Gassi gehen, sondern sagen, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir jenes, wo er eben auch geistig gefordert ist. Der wird mit dem Diego genau den richtigen Partner finden. Toll. Das ist Gute? Wirklich ein echtes Powerpaket. Sofern Interesse an Diego, Labrador Terrier Mix, 4 Jahre alt, setzt euch bitte mit uns in Verbindung. Jetzt geht das nochmal ganz toll. Warten. So. Na, das klappt doch. Guck mal. Jetzt Pfote auch. Halt den, du Terrorhund. Pfote. Terrorhund. Das kannst du nämlich alles, ne? Zwischendurch mal die Hunde, die in den letzten 8 Wochen, wir haben ja jetzt 2-mal ausgesetzt, ein neues Zuhause gefunden haben. Eigentlich lesen wir die ja immer zusammen vor. Geht natürlich jetzt in Zeiten von Corona nicht. Daher von Silke jetzt alle Hunde, die in den letzten 8 Wochen ein neues Zuhause gefunden haben. Genau. Und das sind ja reichlich. Ja, es sind einige. Und wir freuen uns auch sehr. Zum einen ist vermittelt worden die Knutschkugel Daisy und auch die verschmuste Kaya. Die beiden hatten wir in unserer letzten Sendung. Das ist schon Februar, März gewesen. Ja. Ganz schön lange her. Ja. Außerdem vermittelt wurde der lustige Wulli, den hatten wir bei TMTV im März 2018. Der war also schon über 2 Jahre im Tierheim.
Dann ist die bezaubernde Sarah eine von deinen Favoriten vermittelt worden. Die hatten wir im Dezember 2019, Januar 20. Und der kleine charmante Milo. Der war Tier des Monats im August 2019. Und da freuen wir uns auf jeden Fall riesig, dass die alle ein gutes neues Heim gefunden haben und drücken Hunden und Haltern kräftig die Daumen. Und ich ergänze noch, was ja wirklich schön ist. Es waren ja auch bei dir aus dem Krankenstall einige Hunde, mhm, plus Hunde, die auch in den Hundehäusern relativ lange auf ein neues Zuhause warten, genau, mussten. Ja. Also wirklich klasse. Und ich zeige euch jetzt noch mal die Hunde, die aufgrund der Hundevermittlung normalerweise vom Vormonat, diesmal nicht, vom Februar, März noch kein neues Zuhause gefunden haben. Und zwar die beiden schüchternen Mädels, Panda und Puma. Da arbeitet man, die entwickeln sich übrigens inzwischen ganz großartig. Es geht Stück für Stück, werden sie immer zutraulicher, in ganz kleinen Schritten. Und der stattliche Balu, auch der wartet immer noch auf ein neues Zuhause. Also sofern Interesse, guckt euch nochmal die Hundevermittlung vom, nicht vom Vormonat, sondern von Februar, März an. Tja, müssen wir ein zweites Mal anfangen, ne? Sollte nicht sein neben uns. Die Sheila wollte unbedingt Power haben. Flitzen. Amstaff Terrier, Sheila, am 18.03.2016 geboren, seit Februar bei uns im Tierheim. Die wurde vom Veterinäramt eingezogen, da es bei dem vorigen Halter zu Beißvorfällen mit kleinen Hunden kam. Aber? Ja, also sie ist jetzt nicht als Gefahrhund, Sheila, eingestuft worden. Dennoch hat sie in Niedersachsen Leinen- und Maulkorbpflicht. Die Auflagen können aber mit entsprechendem Training und einem verhaltenstierärztlichen Gutachten auch wieder aufgehoben werden. Ja. Also zum Menschen ist sie absolut freundlich, sie ist auch anhänglich und kann auch eine richtige Knutschkugel sein. Sie himmelt ihre Menschen teilweise geradezu an. Ja, genau. Möchte immer dabei sein. Ja. Außer jetzt, wo wir drehen. Jetzt nicht mehr. Ja, also größere, standfeste Kinder im Zuhause, so ich sag mal so ab 10 Jahren, wären kein Problem. Die Grunderziehung ist vorhanden. Ja. Absolut, die geht auch gut an der Leine. Aber auch die Grunderziehung, Steff-typisch, muss auch immer eingefordert werden. Ja, ist halt ein stures Mädchen, ne? Ja. Komm mal hierher, nicht da. Komm mal her, komm mal her. Zeig dich jetzt mal. Komm mal hierher. Komm mal her, zeig dich mal. Nein. Sheila, die Kammer, es soll nicht sein. Ja, also wie gesagt, sie geht gut an der Leine. Allerdings muss man bei Hundebegegnungen noch weiter mit ihr trainieren. Sie möchte unbedingt ein Einzelhund zu Hause sein, denn sie ist wirklich nur bedingt mit einigen größeren Rüden verträglich. Genau, muss man wirklich sagen. Ja. Hündin gar nicht, wenn überhaupt nach Sympathie größere Rüden. Mhm. Natürlich auch keine Katzen und Kleintiere. Nein. Ganz klar. Ja. Sie ist gerne draußen, hier halt auch, deswegen ist sie dauernd hier unterwegs. Wenn jetzt zum Beispiel ein Garten vorhanden wäre, muss der natürlich sicher eingezäunt sein. Wäre auch toll, wenn ein Garten vorhanden ist, ne? Weil sie wirklich gerne draußen ist und alles spannend findet. Ja, ja, und dann kriegt sie auch ihre 2 Minuten und flitzt hier rum. Wir mussten schon sehr lachen. Was man noch wissen muss, ist, dass Sheila eine Futtermittelallergie hat. Sie bekommt also ein spezielles Diätfutter und einmal täglich eine Tablette gegen den Juckreiz. Ne? Mhm. Wir haben, schade, dass es, ich hätte sie ja gerne noch mal, aber... Soll ich mal gucken, ob ich sie kriege? Gib mir mal deinen... So, dann muss ich jetzt noch ein bisschen die Zeit überbrücken. Sheila! Die kann so toll sein, man muss sie einfach auch kennenlernen. Kommt mal hier. Jetzt haben wir sie tatsächlich noch mal im Bild. Ich mach mal Sitz. Aber da waren natürlich die Hasen hinten waren spannend. Oh, jetzt, und es war jetzt ja alles andere spannend bei der Sheila. Jetzt so, auch noch verschluckt. Jetzt haben wir es. Letzte Bilder noch mal von der Sheila. Sofern Interesse. Amstaff, 4 Jahre alt. Ja. Setzt euch jetzt per Telefon auch noch mal oder per Mail mit uns in Verbindung. Hier. Schäferhund Charco wurde in der Wohnung zurückgelassen.
und ist daher seit Februar bei uns im Tierheim. 2015 ist er geboren, also 5 Jahre alt. Was haben wir zu diesem freundlichen Jungen, der, wie wir vermuten, nicht wirklich viel Erziehung genossen hat, noch für weitere wunderbare Infos? Ja, also wir denken schon, dass er scheinbar oft sich selbst überlassen war. Denn wenn man jetzt zum Beispiel auch mit ihm rausgeht, dann macht er an der Leine gerne, was er will. Und er ist ja kräftig und er ist auch ein bisschen stur. Ja, genau. Mann. Und ja, und vor allen Dingen so entgegenkommende Fahrräder oder Pferde oder Autos, ne, die will er dann schon attackieren. Ne? Also da muss man auf jeden Fall weiterhin dran arbeiten. Wird ja schon fleißig mit ihm trainiert. Aber auch die zukünftigen Reiter müssen ganz klar daran arbeiten. Ja. Der ist zu Hause, ja, in seinem Körbchen oder im Garten, in der Sonne. Absolut top. Die Ausgeglichenheit in Person, in Hunde. In Hundeperson, in genau. In Hundeperson. Ja, ja, da das ist er wirklich ganz ruhig und auch, ja, wirklich so ein ausgeglichen. Ausgeglichen, ne? Ganz absolut. Der ist mit Hunden verträglich, mit Artgenossen, bei Rüden nach Sympathie. Ja, aber auch so, wenn er im Auslauf sitzt mit seinen Hundefreunden, er ist so ein kleiner Kontrolleur, ne? Und dann kann er auch manchmal ein bisschen grob werden. Wir denken, dass so ältere Kinder ab 10 Jahren okay wären. Ja, und nach Eingewöhnung kann er bestimmt auch einige Stunden mal alleine bleiben. Wir suchen für den Schako auf jeden Fall Halter mit Erfahrung, die bereit sind, mit ihm auch weiterhin intensiv zu arbeiten und die ihm natürlich auch körperlich gewachsen sind. Charakterlich ist das ein ganz toller Hund, wie ich finde. Und wenn man da noch mit ihm arbeitet, kriegt man wirklich einen ganz, ganz treuen Schäferhund an seine Seite. Ist ja nun auch erst 5 Jahre alt. Ja. Und man sieht das ja auch anhand der Bilder. Jetzt seid ihr zum Papa. Jetzt ist zu Papa, jetzt ist er zum Pfleger gerast. Das war der Schako, er ist ja die ganze Zeit brav sitzen. Ach, kommst du doch jetzt wieder? Ach, komm, hopp. Gab's nichts Tolles. Komm, hopp. Schako, Schäferhund, 5 Jahre alt. Sofern Interesse, setzt euch mit uns im Tierheim in Verbindung. Schako, was denn? Mit einem Sorgenkind geht es jetzt weiter, und zwar mit der Cassie. Ja. Ein Schäferhund-Mix, 2011 geboren, also 9 Jahre alt und seit Januar bei uns im Tierheim. Freundlich, aufgeschlossen ist er auf jeden Fall. Ja. Und sie ist auch familientauglich. Wir denken, so Kinder ab 10 Jahren wären okay. Die können stundenweise alleine bleiben, ja, nach Eingewöhnung. Ja. Und, aber was ganz wichtig ist, ist, dass Cassie ein ebenerdiges Zuhause braucht, ohne Treppen, denn sie hat beidseits HD und auch schon Spondylosen und bekommt deswegen einmal täglich eine Schmerztablette. Sie hat bei uns ja auch schon ganz schön viel abgenommen. Sie war nämlich 8 Kilo, wie muss man wirklich sagen. Dass sie jetzt Leckerlis von mir bekommen hat, lag damit, wir schöne Aufnahmen kriegen. Kommt dann immer, die hat abgenommen, ist zu dick und ihr stöpft sie voll. Ihr braucht natürlich schöne Aufnahmen. Und sie macht für Leckerlis auch tatsächlich alles. Die hat ja einen unheimlichen Charme, muss ich also wirklich sagen. Ja. Absolut. Ja. Toll wäre natürlich Haus mit Garten. Ja. Die liegt super gerne so in der Sonne und wälzt sich im Gras. Und genau, und ist auch albern, ne? Sieht man ja. Absolut. Ne? Ja. Aber ist keine Bedingung. Ist aber natürlich keine Bedingung. Muss natürlich ein ebenerdiges Zuhause sein, klar. Ja. Hm. Aber sie ist auch verträglich mit Artgenossen. Sie passt auch auf. Also sie ist schon wachsam und schlägt dann auch an. Ja, und ist auch gerne noch unterwegs und macht so ihre kleinen Runden. Ne? Wir suchen so einen richtig schönen Altersruhesitz für sie. Ne? Genau. Und man sieht das ja auch noch da auf dem Kopf, da ist sie ja noch rasiert. Da hatte sie eine Umfangsvermehrung, die ist jetzt operativ entfernt worden. Das wächst ja auch wieder alles nach. Genau. Und an der Seite hatte sie auch so eine Fettgeschwulst. Auch die wurde gleich mit weggemacht. Ist ein Sorgenkind, aber so ein tolles Sorgenkind. Die Cassie muss man wirklich kennenlernen. Die haut einen mit ihrem Charme auch wirklich um. Von daher, sofern ihr ein großes Herz habt und sagt, für mich sind
beidseitig HD, Spondylosen, nicht unbedingt das große Problem. Ich möchte einem Hund einen schönen Altersruhesitz bieten. Hannover Airport, hier fliegt eigentlich zurzeit nicht der Norden, aber jetzt ist tatsächlich mal so eine Propellermaschine vorbeigekommen. Cassie müsst ihr unbedingt kennenlernen. Schäfer und Mix, sofern Interesse, meldet euch bei uns. Das finde ich bezaubernd. Ist die toll? Du bist eine Tolle. Ich bin ganz begeistert von dir. Zwischendurch das Tierheim-TV-Gewinnspiel unterstützt durch unseren Sponsor Animonda. Auch diesen Monat habt ihr die Möglichkeit, hochwertiges Hundefutter für euren Liebsten oder eure Liebsten im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Dafür müsst ihr natürlich mitmachen. Die Familie Harter und ihr Hund Buddy, die hatten im Januar gewonnen. Buddy hat sich riesig gefreut und ein paar Leckerlis seiner Freundin Stella geschenkt. Und dadurch, dass wir jetzt ja 2 Monate kein Gewinnspiel gemacht haben, haben wir einige Einsendungen, reichlich Einsendungen. Ja, 11 an der Zahl. Und zwar, ich starte mal mit der Janina und ihren Hunden Rolex und Milano. Das Trio kommt aus Friedrichsfehn bei Oldenburg. Wir senden Grüße in den hohen Norden. Ja, außerdem dabei Jacqueline und ihre Herzenshunde Cooper und Tyson. Ganz tolle Fotos von euch. So, und jetzt seht ihr Curly mit Chanel und Ruby. Die 3 kommen aus Celle und sind regelmäßig dabei. Vielleicht klappt es ja diesen Monat. Mhm. Von Belinda und Lynn kommen diese Fotos von Hund Yuku und den Katzen Xenos, Tipse und Kikesh. Lena und Mücke haben schon letztes Mal ihr Glück versucht. Die beiden kommen aus Hannover. Ja, und über die Einsendung von Selina und Henrik mit Lotta und Frankie haben wir uns besonders gefreut. Frankie hatten wir euch im Oktober 2018 vorgestellt. Ganz liebe Grüße zwischendurch an die Halter, habe ich nach wie vor Kontakt zu. Treue Fans unserer Sendung sind Vivien und ihr Zwergpudel Max aus Hambüren. Wir drücken die Daumen, dass es diesmal klappt. Die haben ja schon einige Male mitgemacht auch. Mhm. Und Pauline und Ares haben uns ebenfalls eine schöne Einsendung zukommen lassen. Die 2 kommen aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Wirklich ein schönes Bundesland. Es folgen Thomas und Michaela mit ihren Hunden Spike und Angel. Und die 4 kommen aus Friedrichskoog. Und ich habe jetzt noch die Sina. Die hat uns Fotos von Tochter Lara und Schäferhündin Lexi geschickt. Vielen Dank dafür. Ja, und komplettiert wird das Feld von Familie Walbrecht mit Bisou, ebenfalls ein Tierheim-TV-Star. Bisou hatten wir im Juli 2015 als Sorgenkind vorgestellt. Haben wir sie, ne? Haben wir sie. Haben wir sie alle durch? So, jetzt... Ich muss mal mischen. Du musst mal mischen. Wir müssen ja so ein bisschen... Mach mal. Distanz. Du erklärst noch mal. Das stimmt, Gewinnspiel. Ihr könnt nochmal 100 Euro, Quatsch, Hundefutter im Wert von 100 Euro dank Animonda gewinnen, wenn ihr beim Tierheim TV Gewinnspiel mitmacht. Schickt ein oder mehrere Fotos, kurzen Informationen von euch und euren Hunden an tierheimtv@tierheim-hannover.de. Ja, dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit zu gewinnen. Und die Hundevermittlung, es wird ja auch wieder eine Katzenvermittlung geben. So, ich nehme jetzt einfach mal das Oberste. Das Zack, habe ich und ich lese es dann auch vor. Gewonnen hat, da haben wir sie. Die Vivien mit Max. Und sie schreibt, ich gucke hier im TV, weil ich euch als Team total super finde. Wie ihr die Hunde mit ihren Geschichten vorstellt und auch manchmal zugebt, dass euch der ein oder andere Hund besonders am Herzen liegt durch seine Geschichte. Macht weiter so, ich finde euch spitze, die Hunde brauchen euch. Sie hat auch tatsächlich recht, ne? Das ist bei mir oft rassenabhängig, aber es ist egal. Vivien, Animonda setzt sich mit dir in Verbindung, damit das Futter direkt auf deinen Max abgestimmt wird. Herzlichen Glückwunsch und bitte mitmachen. Auch gerne mehrfach mitmachen, irgendwann klappt es dann mal. So einfach kann man Hundefutter im Wert von 100 Euro gewinnen. Der Gino hat die Silke ganz doll lieb und sitzt ganz brav bei Silke auf dem Schoß.
Unser nächster Hund, ein klitzekleines Sorgenkind, im Grunde nur ein Chihuahua, 2014 geboren, seit 5 Monaten bei uns im Tierheim. Der wurde aus gesundheitlichen Gründen der Halterin bei uns abgegeben. Er ist ja wirklich nur ein kleines Sorgenkind und das einzige Problem sagst du uns. Ja, also Gino hat wirklich eine hochgradige Futtermittelallergie und hat vermutlich deshalb auch kaum Fell. Es wächst jetzt langsam wieder. Also er hat vorne schon so einen schönen Wams, aber und auch hier hinten bildet sich jetzt so langsam so ein kleiner Flaum. Kommt wieder. Man muss aber natürlich aufpassen, ne? Also den Hautschutz. Gerade im Sommer, wenn die Sonne scheint, nicht, dass er dann einen Sonnenbrand kriegt. Oder jetzt, wenn hier der Wind weht, na klar, dann friert der halt einfach schnell. Ne? Und man muss dazu sagen, er kriegt ja ein Spezialfutter. Ja, genau. Ganz wichtig. Ja. Der Gino bindet sich, ja, jetzt sind es die Bauern. Der Gino bindet sich sehr eng an seine Bezugsperson. Du bist zurzeit die Bezugsperson. Eine. Eine der drei, genau. Sehr enge Bindung genau. Habt ihr. Genau. Und dann ist er halt auch wirklich anhänglich und freundlich und auch verschmust. Ne? Er klebt dann auch regelrecht an seinen Menschen. Ne? Es steht immer hinter einem. Du musst immer aufpassen, wo ist er denn gerade? Der ist auch sehr wachsam. Genau. Absolut. Der würde auch anschlagen, ganz klar. Ja. Bellen. Ja, und der lässt sich halt auch nicht gleich von jedermann anfassen. Im Gegenteil, das ist ihm erstmal suspekt. Und ja, und dann würde er ja gegebenenfalls auch schnappen, wenn das einer nicht für voll nimmt. Ja, auch ein kleiner Wachhund. Ja, genau. Ganz klar. Ja, bei Hundebegegnungen ist er sehr bellfreudig. Er glaubt halt, er ist doch einiges größer, als er tatsächlich ist. Und mit Hündinnen in seiner Größe verträgt er sich aber. Er hatte hier auch eine kleine Freundin, mit der er zusammensaß. Und die beiden haben wirklich ganz bezaubernd miteinander gespielt. Von der hat er viel gelernt. Also er könnte als Zweithund zu einer souveränen, freundlichen Hündin, wenn es passt. Und die muss ihm Sicherheit geben. Genau, die muss ihm dann nämlich ein bisschen Sicherheit geben. Ne? Also die darf nicht denselben Charakter wie er haben, sondern... Er mag nicht alleine bleiben. Nein, das finde ich ganz wichtig, müssen wir unbedingt sagen. Der will einfach den Anschluss zu seinen Menschen haben. Ja. Man sieht das jetzt mal eben weg und ach nö, ist doch nicht so spannend. Ich gehe wieder zu Mama, das ist mir sicherer. Genau. Und er sucht eben auch ein ruhiges Umfeld, so ein ruhiges Zuhause mit geregeltem Tagesablauf. Weißt du, es ist eben jetzt nicht so ein Mitläuferhund, der überall mit hingenommen werden möchte, sondern er möchte so seinen geregelten Tagesablauf eigentlich auch haben. Ne? Also auch nicht wirklich ein Familienhund? Nee, genau. Also der braucht so seine ein, zwei Bezugspersonen und das ja, reicht dann auch so. Das reicht dann auch so, ja. Haben wir alles Wichtige zu... Bleib hier. Fall mir da nicht runter. Haben wir alles Wichtige zu Gino gesagt. Ja. 6 Jahre alt und ist es wirklich nur ein kleines Sorgenkind. Ich meine, eine hochgradige Futtermittelallergie ist nicht schön, aber ist ja nicht wirklich dramatisch. Da muss man natürlich mit dem Futter wirklich aufpassen. Ja, aber er mag es. Das ist immer schon wichtig. Mhm. Nicht jeder Hund mag Futter mit Futtermittelallergie, das Spezialfutter. Ja. Schön, der Gino mag es. Ja. Sofern also Interesse, einem kleinen, süßen Chihuahua bei uns melden. Jetzt sind wir beim letzten Hund unserer XL-Hundevermittlung und Jubiläumssendung 10 Jahre Tierheim TV anbelangt. Und zwar beim Apollo. Ja. Der Apollo ist 14 Jahre alt. Ein Dackel-Labrador-Mix, haben wir uns darauf geeinigt. Der ist seit Dezember bei uns im Tierheim, weil der Halter verstorben ist. Und toll abgenommen hat er bei uns. Ja, das hat er. Und der Apollo ist herzallerliebst. Wirklich. Es ist so ein Charmeur. Ist er. Aufgeschlossen, freundlich und immer gut gelaunt. Ja. Er findet Menschen toll, er findet Artgenossen toll. Er geht gerne Gassi, ne? Und er versprüht eigentlich immer gute Laune. Für den Apollo suchen wir ein ebenerdiges Zuhause, ohne Treppen. Ganz wichtig. Ja. Und er sieht und hört schon altersbedingt schlecht. Man sieht das auch an seinen Augen. Die haben schon so einen Schimmer. Einen trüben Blick, genau. Genau.
Er hat eine Futtermittelallergie. Ja, wie so viele Hunde, ja. Auch er bekommt nur ein bestimmtes Diätfutter. Außerdem hat er eine leichte Herzinsuffizienz, also eine leichte Herzschwäche. Da bekommt er zweimal täglich eine Tablette. Und die Nächte im Tierheim sind ja dann doch länger als zu Hause. Und der Apollo möchte so gerne aufhalten. Und dann müssen wir doch morgens seine Decken im Korb wechseln. Also da nässt er sich schon mal ein. Da muss man einfach darauf achten, dass er natürlich so eine lange Zeit wie ein junger Hund jetzt eben nicht mehr aushalten kann. Dass man eben, aber ich sag mal, ein Hund zu Hause geht ja dann abends um 8, 9, 10 Uhr noch mal raus. Ja. Dürfte das ja ein bisschen unkomplizierter sein als bei uns im Tierheim. Ja, genau. Aber er ist ein prima und alberner Kerl. Ja, ist er wirklich. Ist er? Ja, also... Und der sucht halt wirklich für seine letzte Zeit jetzt noch ein schönes, ruhiges Zuhause und einfach Menschen, die Zeit für ihn haben und ihm halt auch ganz viele Kuscheleinheiten geben. Ist so, absolut. Ja. Und der ist toll, den muss man kennenlernen. Ja. Ne? Du bist ein toller Senior. Der ist echt. Absolut. Er ist so knutschig. Ich finde, es war eine gute Jubiläumssendung. Ohne uns, dass wir uns selber beweihräuchern, liegt natürlich an den Hunden. Wir hatten tolle Hunde, interessante Hunde. Ja. Vielleicht ist der Richtige für euch dabei gewesen. Das war's, unsere XL-Hundevermittlung. Für die Zuschauer, die uns auf V1 sehen, am 26.06. gibt es eine neue Hundevermittlung. Ob es dann auch eine Katzenvermittlung gibt, das wissen wir natürlich noch nicht. Müssen wir Hängt sehen. Hängt eben ab, wie sich Corona, wie sich das entwickelt. Genau. Und ansonsten, Termine sind ja auch alle gerade eingeblendet gewesen, sehen wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Bleibt gesund und haltet uns die Treue. Und auf die nächsten 10 Jahre Tierheim TV. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.